So, und damit auch wieder herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Euro Truck Simulator. Ich werde das jetzt mal Folge 2 nennen, einfach weil ich es kann, und die erste Folge 1. Ich habe gerade noch überprüft, ob das Speichern funktioniert hat, also von den Videofiles, und das hat ohne Probleme funktioniert. So, wir fahren jetzt von Linz nach Bratislava. Und wie ich schon in der ersten Episode gesagt, ein Auftrag, eine Folge. Ich trinke einen Schluck. Die erste Aufnahme hat jetzt irgendwas mit 130 GB oder so zusammengebracht. Das heißt, ich bekomme... Wie viel bekomme ich da drauf? Lass mich überlegen. 800 GB habe ich frei. Also da geht ja nicht so viel auf einmal. Aber das macht ja nichts. So, wir haben eine Mail bekommen. Ja, die Bank kann uns mit Geldmitteln helfen. Ah, das will ich nicht. Screenshot zeige ich hier schon. Wer Dings gemacht? Die X-Tory. So. Gang rein und los geht's. Ach so. Gang raus. Nochmal anstarten. Handbremse kurz ziehen. Nee. Licht überprüfen funktioniert. Druckluftkreis, wie schaut's da aus? Zeigt mal nicht an, ne? Dann schaut man dahin. So, das scheint zu funktionieren. Ich habe auch gerade überprüft, Audio, Video, super funktioniert das. Ich habe die zwei Audiospuren dann klasse da, in Stereo in diesem AVI-File. Kann beide noch korrigieren, wobei er mir das Mikro hier ganz gut aufnimmt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also bin ich sehr zufrieden mit der Software. Minecraft werde ich aber, naja, könnte ich mir vielleicht überlegen, dass ich vielleicht auch Minecraft mit der X-Tory aufnehme. Wir werden sehen. Und wenn jetzt noch 3-4. Fahrzeuge da kommen, habe ich keine Chance, dass ich da rüberkomme. So, jetzt aber. Da muss man jetzt ein bisschen riskieren, da geht das schon. Ja, der hat Retarder. Da wir ja vorne links abbiegen müssen, fahre ich gleich mal links rüber auf die linke Spur. So. Der gefällt mir ganz gut, muss ich zugeben, der LKW. Eine schöne Farbe auch. Ach nee, da biegen wir doch rechts ab. Ja, ich hoffe mal, dass uns einer rüberlässt. Ich wollte darüber fahren, Alter. Ich blinke ja schon die längste Zeit. Danke. Und wir haben noch eine E-Mail bekommen. E-Mail Euroagress. Sie sind beruflich für eine große Anzahl aus zu mir fähige Fahrer. Wir bezeugen. Aha, okay. Wir haben also von Euroagress jetzt ein Angebot bekommen, dass wir für sie fahren können. Wenn wir möchten. Aber dazu brauchen wir dann schon einen LKW, den wir ja noch nicht haben. Die Betonung liegt auf noch. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt im ersten Teil mal schauen, dass wir das Geld zusammen bekommen. Ich habe das ja eben schon in der ersten Folge angesprochen, also gestern für euch wahrscheinlich, dass ich Geld sammeln möchte zuerst und dann, wenn wir so, keine Ahnung, 100.000 sowas zusammen haben, dann werden wir erst einen LKW kaufen, beziehungsweise unsere Firma upgraden. Wir werden sehen, was halt alles zu erledigen ist. Und ich hoffe, es ist mehr als 50. Und sonst zahlen wir halt unseren ersten Strafzettel, was soll's. Also unseren ersten Strafzettel für zu schnell fahren. Ist ja nichts Neues.
Ja, wie ich das letzte Mal auch ja schon erwähnt habe, ist ja das Safe Game des alten Dings eingegangen, deswegen haben wir hier das Neue jetzt. Jo, kann man nichts machen, ist halt eben so. Sollte hier nicht passieren. Auf einer physikalischen Windows-Maschine. Ja, wenn der gute Mann zurückschalten würde, würde es ihm leichter fallen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich umschalte auf nicht Automatik, also auf Dingsbums, ne, auf Shift, Battle Shift Schaltung, damit ich da drücken kann. Wäre zum Überlegen. Wobei ich zugeben muss, dass ich mit der Automatik hier auch zufrieden bin. Ja, ich wollte ja vorher schon. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, Thema habe ich noch keines, logischerweise. Außer vielleicht, ja, hier Watch Dogs kann man ja vielleicht mal ansprechen. Wie gesagt, ich habe es ja schon auch auf dieser Maschine installiert hier, ohne Dings, aber ohne Let's Play. Jetzt das erste Mal werde ich das erstmal spielen. Also, ich muss zugeben, es hat mich wirklich umgehaut. Ich finde es ein wahnsinnig geiles Spiel. Also, da haben sie sich echt Mühe gegeben. Und ich muss jetzt mal kurz zu anderen Computer greifen und hoffen, dass ich nirgendwo reinfahre. Oi, oi, oi. Ja, ging ja fast ohne Probleme. So. Ich muss auch suchen, ob es so einen File-Watcher gibt, damit ich immer sehe, wie groß dass die Aufnahme auf der Festplatte ist. Das würde mich jetzt ja mal interessieren. Ja, heute Dienstag, heute startet ja die WebRTC-Konferenz, auf der ich bin. Das heißt also, ich bin schon in München. Auwe! Ja, das kommt davon, wenn wir noch woanders sind. Schaut! Entweder ich hole mir mein Tablet jetzt näher ran oder ich drücke auf Pause, wenn ich was nachschauen will. Oh, wir sind aber noch bei 0% Schaden, ist ja Wahnsinn. Hätte ich ja nicht für möglich gehalten. So. 2 Stunden 35 sind wir da angeblich unterwegs. Wie lange können wir noch ohne schlafen? 9 Stunden? Ja. In 7 Stunden müssen wir dort sein. Spätestens, also da haben wir wieder ewig Zeit. Habe ich aber auch nichts dagegen, wenn wir länger Zeit haben. Wie komme ich auf München, falls sich das jemand fragt? Ich fahre mit dem Auto. Ich glaube 4,5 Stunden oder 5 Stunden, sowas sind es von mir aus. Aber ja, was willst du machen, ne? Der Bus, ich habe nachgeschaut, mit dem Zug fahren kostet 100 Euro pro Person. Wir sind jetzt zwei Teile, letzte Aufnahme schon erwähnt. Und das kostet mich der Sprit auch. Ich komme mit einer Tankfüllung fast durch und das sind 60 Euro, ne? Für zwei Leute. Habe ich schon dazu gegeben, 100 Euro für eine Person, das heißt 200 Euro insgesamt, und mein Auto kostet mich 60 Euro. Oder sagen wir, gehen wir 70 aus von mir aus, aber 70 Euro insgesamt statt 200, ne? Für zwei Personen, also ja. Spart man sich durchaus etwas, ne? Muss man ja mal sagen. Gamescom wollte ich heuer auch fahren, aber das wird eher wohl nichts, so wie ich das mitbekommen habe. Nächstes Jahr dann vielleicht, wenn es passt. Wir werden sehen, wir werden sehen. Jo. Hoppala. Wie gesagt, eine Folge, eine Strecke, außer sie werden dann länger. Wenn wir dann wirklich keine Ahnung, wie lange herumfahren. Wobei wir jetzt auch schon 10 Minuten gleich unterwegs sind. Was geht mit ihm? Hallo, Automatik. Ach so, da ist der Tempomat rausgefallen, deswegen falsche Seite. Wie gesagt, wir werden uns ja erstmal Geld ansparen, dann werden wir uns mal die Garage kaufen.
Und können wir eigentlich, das wäre interessant, ob wir einen anderen LKW-Fahrer vorher einstellen können, bevor wir uns einen LKW kaufen. So, da haben wir den Tempomat auf 91 km/h eingestellt. Und los geht's, ne? 1 Stunde 30 Ingame-Zeit noch. Bis dort sind. Ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt auch Multiplayer. Also eine Multiplayer-Mod. Ich weiß jetzt gerade nicht von wem, auf jeden Fall nichts Offizielles. Soll angeblich schon ganz gut funktionieren. Aber es ist eine Excel-Datei, eine komplette Excel-Datei. Es ist, glaube ich, kein Source verfügbar, wenn man sich anschauen könnte. Das heißt, man hat eigentlich keine Ahnung, was diese Excel-Datei wirklich macht, neben der Multiplayer-Fähigkeit, die sie in Eurotruck-Simulator einfügt. Finde ich natürlich ganz gut, dass jemand sowas macht, aber wie gesagt, lieber wäre es mir, wenn sowas offiziell von SES Software kommen würde. Ja, ich fahre 90, also fast halt, ne? Aber ich muss da schauen. Wie gesagt, so ein System, keine Ahnung, Überwachungsdings, damit ich immer die aktuelle Zahl habe, wie groß die Datei ist. Boah, da hat es kurz geleckt, das liegt aber am Euro Truck Simulator. Gleich mal wieder den Tempomat eingestellt. Ich versuche es jetzt noch mit dem Tablet. Ich würde da gerne rüberfahren, aber irgendwie. Ich bremse mal, der da vorbeifahren kann, der gute Mann. Da ruckelt es nochmal. Sehr schön. Dann mache ich einen neuen Tab auf und wir suchen nach, keine Ahnung, Festplattenüberwacher. Was soll ich da suchen? Achso, da vorne noch nicht, bei der nächsten erst. Fest. Ich bremse gleich. Festplatten. Über. Wachen. Achso, hat die Bremse jetzt noch angezogen. Schauen wir mal. Nein, ich brauche kein Tapatark-App, die ist nämlich kacke. Sucht er, suche ein Programm zur Festplatten-Defekten total ausfallen. Nee, sowas will ich ja gar nicht. Hoppsala. Okay, dann suche ich lieber nichts. Werde ich mir dann mal später anschauen, wenn ich Zeit habe. Was sind wir bei 13 Minuten und wir haben noch 60 Kilometer circa vor uns. Warf einmal nicht, ich habe schon nicht vergessen. Wir fahren nach Bratislava, genau. Viertelstunde ist jetzt um. Wie gesagt, das mit einen Auftrag pro Folge kommt nur euch zugute, denn da habt ihr halt dann mal kürzere Episoden, aber wahrscheinlich auch, oder wahrscheinlich viel mehr längere als kürzere. Ziemlich sicher sogar. Würden wir nach alten System aufnehmen, wäre es jetzt gleich vorbei, aber tun wir ja nicht. Das ist Automatik, der hat er jetzt aktiviert, eigentlich ja schon, ne? Mehr Controller ist falsch, Gameplay. Automatischere Data, ja.
wie auch immer. Oh ja, fast ein wenig später eingelenkt. Zu spät fast. So. Raus auf die Landstraße. Richtung na, wo fahren wir hin? Warschau? Ne, Bratislava, so. Du, 20 Minuten haben wir ungefähr jetzt 125, 130 GB, so. So was hier. Mit Steak Story. Mit Screenflow habe ich das geschafft, aber nur wenn ich so eine gute Stunde aufgenommen habe, also jo. Wir schaffen das in 20 Minuten. Da geht also ziemlich viel Speicherplatz drauf. Glücklicherweise habe ich die Let's Plays hier auf meiner 3 TB Festplatte auf der externen drauf. Mit USB 3.0 ist es nämlich weit schnell genug. Oder mehr als schnell genug. Und ja, deswegen funktioniert das hier auch flüssig. Wir haben jetzt laut Steak Story Ingame haben wir, wie viele Frames, wartet mal. In-game haben wir gute, ja, um die 35, 40 Frames und in die Datei werden ja 30 geschrieben und die sind konstant, also ja, ein bisschen ab und zu gehen sie runter auf 29 bis runter auf 25, aber im Endeffekt rechne ich sie im Premiere eher 25 um, von dem her, ja, macht es überhaupt nichts, wenn er zwischenzeitlich ein wenig droppt. Aber ich bin echt neugierig, wie der Audio-Sound dann wird, in dem Fall muss ich ja nichts mehr synchronisieren. Was natürlich ein enormer Vorteil ist. Deswegen bin ich ja am Überlegen, ob ich vielleicht Minecraft auch hier aufnehme. Ich meine, vom Prinzip her wäre es wurscht, ob ich jetzt das Minecraft dort oder dort aufnehme. Aber Synchronisierung sparen ist ja dann doch ein interessanter Aspekt, denn beim Synchronisieren, ja gut, mittlerweile kann ich es ja, aber es geht doch ein wenig Zeit drauf. Jo, wäre auf jeden Fall interessant. Jawohl, doch links oben könnten wir das Heidi SimSimSim Logo einbinden. Da bin ich mir noch am Überlegen. Hier in der neuen Eurotruck Simulator Staffel auf gut Deutsch. Ne? Kommt aber in die gleiche Playlist, also keine Sorge. Ich war da jetzt 80, ich glaube, wurscht. Ist ja egal. Da sind wir auch schon in Bratislava, Zentrum ist geradeaus, ja, hatte ich auch vor, dahin zu fahren Richtung Zentrum. Stopp dafür, da muss man stehen bleiben und ich werde jetzt diesmal auch mehr versuchen, mich an die Verkehrsregeln zu halten, ohne hier wirklich größere Unfälle zu haben. Ja, was ist denn da los, alter Schwede? So, langsam, aber sicher. Danke, dass ihr mich drüber lasst. Habe ich kein Problem damit, freue ich mich, tue ich mir leichter. Sonst wäre wahrscheinlich noch ewig gestanden. Da kam gerade die Erinnerung ein, dass ich Feed the Beast Staffel 4 aufnehmen soll, aber jetzt ist erstmal Eurotruck Simulator dran. Das hat sich ja verschoben, durch dass das Safe Game zerschossen wurde, musste ich das Ganze erst im Windows hier installieren und. Aber so ist es halt mal. In dem Fall werde ich wahrscheinlich kein Feed the Beast mehr heute aufnehmen, sondern nur Eurotruck Simulator und den dann auch rendern. Also schneiden und rendern war ja auch um einiges leichter fällt, jetzt da die Folgen gleich einzelne Dateien sind, ist ja Wahnsinn. Und damit sind wir auch am Ende der Folge, ich lasse noch das ablaufen. Ich habe gesagt, mit diesem Screen hier beenden wir die Folge und damit sage ich dann danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!